Ja, alle Mann an Bord. Es geht los hier. Unsere Reise vom Biothermalis zum Los Quesales war sehr abwechslungsreich. Wir hatten ja zuerst die riesigen Ananasfelder gesehen und dann, das seht ihr hier, sind wir an dem Braulio Carrillo Nationalpark vorbeigefahren und es war wirklich super schöne Fahrt dorthin. Wie herrlich ist denn diese Aussicht? Wow. Ha? Melissa! Wow, aber da geht's runter, he? Ja? Das ist geil. Anschließend haben wir dann San Jose schnell gestreift und sind dann weitergefahren durch das Gebiet vom Tapanti Nationalpark zum Los Quetzales Gebiet. Und das war wirklich eine geniale Fahrt und der Wald heißt nicht ohne Grund Nebelwald. Dann ging es irgendwann rechts das Tal runter nach San Gerardo de Dotta, da war unsere Einhorn-Lodge und die Aussicht dort war einfach echt genial. Da ist bestimmt irgendwo so ein Göttervogel. Die Fahrt ins Tal runter war wirklich spannend und der Wald dort war unbeschreiblich schön. Ich bin mir vorkommen wie im Märchenwald. Das hier ist die Jogan Lodge. Da wären wir eigentlich ganz gern hingegangen. Aber die hat geschlossen. Aber schöne Umgebung hier. Schon krass. Wirklich geil. So. Here we go. Oh, ein schöner Vogel. Ja. Oh, was ist denn das? Habe ich ihn drauf gehabt? I don't know. Ja. Ein Bächlein. Tolle Bäume mal wieder. Da schlägt mein Herz wieder hoch. Ein Fluss.